Yo, Leute, was geht? Willkommen zurück zu Remothered, Tormented Fathers. Und ich hoffe, das läuft jetzt besser als letztes Mal, weil das letzte Mal hat mein Stream ewig gelaggt wegen meinem scheiß Internet. Sollte jetzt eigentlich besser funktionieren, hoffe ich mal. Und ja, was auch besser funktionieren muss, ist, dass wir natürlich jetzt rausfinden, was wir machen. Also ich habe mich schon informiert, was ich da machen muss. Natürlich habe ich ein anderes Video geguckt, aber wir starten jetzt einfach mal das Spiel, würde ich sagen. Hey, Maus. Maus geht nicht. Yeah. So geht meine Maus jetzt nicht. Alter. Lass mich verarschen, oder was? Mal letztes Mal ging das Stream nicht. Wegen Lag. Und jetzt geht die Maus nicht. Ich habe jetzt eine andere Maus angeschlossen. Ja. Cool. Doch, jetzt. Okay, das Spiel scheint irgendwie jetzt gerade zu hängen. Ey. Yo, Tim, was geht? Was geht ab? Willkommen im Stream, aber irgendwie habe ich hier gerade ein Problem. Ich klicke das Spiel an und dann geht die Maus nicht und die Tastatur auch nicht. Yeah! Bah, geil! Richtig cool. Immer neue Probleme. Also, haltet mal kurz die Luft an. ich starte den Scheiß jetzt einfach mal neu. Fuck. Ey, und wisst ihr, was geil ist? Ich teste das. Ich teste das Spiel. Es funktioniert. Und wenn ich den Stream starte... Bullshit. Bullshit. Einfach Bullshit. Ja, so. Aber Tim, wenn das Spiel jetzt da mal läuft, dann sag mir mal, ob das laggt. Bitte. Weil mein Internet ist total beschissen. Wenn es laggt, dann hat es natürlich keinen Sinn. Ich guck's mir gerade selber an. Ja. Ah, komm. Ah, jetzt geht die Maus. Gespeichertes Spiel. Na also Leute, es funktioniert doch. Mein Gott, muss man hier immer so Probleme haben? Jesus fucking Christ, Alter. Egal. So, letztes Mal habe ich ein bisschen abgekackt, weil ich nicht genau wusste, was ich machen soll, wo ich hin soll. Und jetzt habe ich mich aber informiert. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass es trotzdem klappt, weil das ist trotzdem voll schwer. Weil da ist so ein alter nackter Sack. Also so ein alter Mann, der ist nackt. Man sieht seinen Arsch. Aber er hat vorne so einen Kochschürze. Und ja. Der penetriert mich halt irgendwie. Der ist dreimal so schnell wie ich. Hört dreimal besser als ich. Sieht dreimal besser als ich. Obwohl er so circa 150 Jahre alt ist. Aber macht nichts. Hoffen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Ah, jetzt ist schon so. Wir sind jetzt hier vor so einem Spiegel. Das ist der Speicherpunkt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das Item habe, was ich eingesammelt habe. Aber ich gehe jetzt nochmal in den Raum und hole mir das Item, falls ich es nicht finde. Ich glaube, das war hier da, ein Raum. Ja, jetzt muss ich mich natürlich wieder orientieren an dem ganzen... Moment. Genau, das war der Raum. Ich mach mal die Tür zu, weil sonst kommt vielleicht der alte Sack zurück. Hier kann man sich drin verstecken. Ich glaube. Nein, das machen wir jetzt mal nicht, sonst hört der uns. So, jetzt haben wir einen Verteidigungsgegenstand, aber deswegen sind wir nicht hier. Hier, genau, hier war so ein Item in dem Bademantel. Genau. So, dann hätten wir das. Erdgeschossschlüssel. So, ich weiß jetzt, wo der reinpasst. Im letzten Stream wusste ich das nicht. So, und jetzt müssen wir ganz langsam schleichen, weil der alte Sack kann überall sein.
Man hört ihn auch teilweise, aber hier ist ja noch so ein Gewitter und wie läuft's? Ja, stressig bei der Arbeit. Ich bin gerade eben von der Arbeit gekommen, von einer Stunde, anderthalb Stunden. Ansonsten, ja, außer dem ganzen Stress läuft alles gut. Und bei dir? Ja, du bist halt immer, beziehungsweise ich stream halt immer, wenn du schon schläfst, ne? Weil ich komme halt bis vor 22:30 oder 23:45 komme ich gar nicht nach Hause von der Arbeit. Oh, da ist der alte Sack. Okay, der alte Sack kommt jetzt. Wir haben noch kurz Zeit, um hier was zu gucken. Ne, wir gehen jetzt einfach erstmal hier in den Schrank rein. Weil wenn der alte Wichser jetzt hier herkommt, sieht er uns sofort. Ich muss jetzt leider ein bisschen warten. Ich habe letztes Mal die Fehler gemacht, dass ich keinen Bock hatte zu warten. Dann bin ich rausgegangen, hat der Wichser mich erwischt. Aber das wird er jetzt nicht tun. Jetzt hört man seine Schritte. Ey, aber Leute, Leute, die Musik, ich muss die Musik runterstellen, weil die Musik nervt mich gerade echt. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil ich dann schlechter seine Schritte höre. Machen die mal auf 20, 25% und Ambiente auf 95, Ambiente, das wird ja wohl seine Stimmen auch, seine Schritte auch sein. Genau, dann kann man ihn besser hören. Also er ist jetzt genau vor dem Schrank, so ungefähr. Würde ich jetzt aus dem Schrank rausgehen? Fertig. Ja, ist ja kein Ding, Tim. Ist ja nicht schlimm, wenn du nicht dabei bist. Wenn du müde bist, dann ist ja völlig in Ordnung. Aber ich versuche. Guck mal, wenn die PlayStation 5 rauskommt, am 19. 11., dann streame ich direkt nachmittags, weil da habe ich mir freigenommen. Und da kannst du zugucken. Godfall oder Assassin's Creed, mal gucken. Ich habe mir beide vorbestellt. Und dann bist du am Start. So, ich glaube, der Wichser hat sich verpisst. Müssen trotzdem ganz, ganz langsam hier laufen. Oh ne, da ist er. Vielleicht hat er uns nicht gesehen. Wenn ich jetzt renne, dann sieht er, beziehungsweise hört er mich, deswegen will ich das jetzt nicht machen. Ach doch, komm. Ja, er hört's. Aber wir können uns noch verstecken irgendwo. Hier. Nein! Da ist kein Schrank. Hier müssen wir rein. Aber im Video war das so. Okay, wir werden jetzt sterben. Da ist er. Der alte Wichser. Mit seiner Sichel. Also ich habe jetzt auf jeden Fall den Schlüssel eingesammelt, aber ich glaube, ich hätte noch mal eins runter müssen. Ja, das ist nicht die Tür. Ey, bitte verpiss dich, du alter Sackmann. Ey, echt jetzt, man muss da. Vor allem, wie kann man als 150-Jähriger noch so gut hören? Ja, Mann, geil. Ich bin glücklich, dass ich die PlayStation 5 überhaupt vorbestellen konnte, weil viele hatten ja voll die Probleme und ich habe sie halt bekommen. Boah! Alter Wichser. Komm, komm, verpiss dich. Er sucht seine Pillen. Und ja, ich mache auch so ein Unboxing-Video, falls es jemanden interessiert. Oh, ich bin falsch. Ja. Habe ich jetzt doch falsch geguckt. Aber im Video sind die, na egal. Gucken wir erstmal, was hier ist.
Ach, da war ich ja letztes Mal schon 1000 Jahre festgesteckt. Also auf jeden Fall war da eine Tür, die man öffnen konnte im Erdgeschoss. Und das ist wohl nicht das Erdgeschoss. Dann war ich eben ja doch richtig. Blick nicht durch. Ich habe mir extra vorhin, vor der, also bevor ich gegessen habe, ist nicht da, ein Video angeschaut. Ein Walkthrough. Irgendwo muss man ja sich informieren. Ich meinte, oh Scheiße. Und ich meine, das war hier. Jetzt kommt der Wichser wieder. Alter, verpiss dich doch einfach, Mann. Geh doch pennen. Das war aber nicht hier. Da ging es doch irgendwie so runter. Fuck. Mann, ich bin verwirrt. Kommt der jetzt? Wo ist der? Oh, ich glaube, der kommt da raus. Oder doch nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich höre den überall irgendwie. Aber irgendwo bin ich wohl falsch gelaufen. Okay, kein alter Wichser in Sicht. Ist doch nicht hier. Was ist doch da unten? Aber das kann nicht sein. Moment mal. Ich riskiere jetzt einfach mal zu sterben, weil. Nee, genau. Hier war das. Und dann ist der Typ im Video runtergelaufen nach rechts und da war die Tür, aber bei mir nicht. Macht nichts, du hast ja die PS4, ne? Reicht ja im Moment. Ich meine, ein paar Spiele kommen ja auch noch raus für PS4 und außerdem zum Beispiel Assassin's Creed oder so gibt es ja für PS4 auch. Wow. Alter. Und dann kannst du ja bei mir zugucken, wie die PlayStation 5 Spiele sind. Dann siehst du, ob du sie überhaupt brauchst, so ab nächstes Jahr halt. Sag mal, Tim, wie läuft mein Stream? Ruckelt es oder läuft es flüssig oder ich hatte letztes Mal nämlich echt Probleme. Da ist er. Es kommt ja schon wieder her. Alter. Ich würde mir jetzt gerne das Video kurz angucken, aber das war so. Mann, verpiss dich, du alter Sack. Danke, gut. Wenn es kaum ruckelt, dann bin ich zufrieden. Jetzt geht er hoch. Mann, sind wir ihn erstmal los. Außer er kommt wieder runter, der Wichser. Ich glaube, der kommt wieder runter. Der weiß echt nicht, was er macht. So, hier ist ein Aufzug, aber ey, der ist. Ich weiß nicht, ist der da runter? Der ist nicht hier runter, der ist wirklich da oben lang. Oh, jetzt verrecken wir. Wir sterben. Oder wir rennen weg. Fuck you,
selber, du Arschloch, Alter. Do you really think you'll get away with this? Den muss man austricksen, aber leider ist er doppelt so schnell wie wir. Oder mindestens genauso schnell. Obwohl er halt alt ist. Und jo. Okay, ich nutze meinen sofortigen Tod, um zu gucken, wo ich hin muss. Ob das vielleicht doch nicht hier ist. What are you doing here? Nee. Speichern, da ist der Speicherpunkt. Das bringt jetzt auch nichts. Man kann hier noch ein paar Items benutzen. Items benutzen, um ihn abzulenken. Zum Beispiel so. Oder halt auch Sachen werfen, aber das bringt mir jetzt auch nicht viel. Weil, echt, ich will jetzt gucken, wo ich hin muss. Und wenn ich dann verrecke und weiß, wo ich hin muss, passt es auch. Ich glaube, das ist die Tür. Aber das sah anders aus im Video. Nee, das ist die. Nee, ist sie nicht. Ach, ich habe keine Ahnung, ey. Das ist sein Büro, also das Sackbüro vom alten Sack. Und er kommt. Ja, die Tür ist zu. Schlägt er uns? Komm, komm, Tür zu! Nein! Ja, wir müssen aber an dem Hurensohn vorbei. Da waren wir eben auch. Und es ist falsch. Aber ich versuche mich hier zu verstecken. Ah! Alter Fixer. Okay. Gut, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, ich schaue noch mal kurz nach, weil echt, ich war da ja letztes Mal schon eine Stunde, anderthalb Stunden. Remodert. Ach, scheiß drauf, ich mach das jetzt nochmal, Mann. Also, nehmen wir mal das Item aus dem fucking Raum hier. Was ist hier? Ja, mit einem Seil, das wollte ich auch schon ausprobieren, aber da habe ich das Seil verloren. Also hier. Übrigens ist das hier seine Ex-Frau oder so. Dieses Stück hier. Wow, er kommt. Da gab es voll die eklige Szene, so ein Video, so eine Cinematic. So, you like to go around and rummage in other people's things. Ah. Vor allem, ich habe ja Erdgeschossschlüssel eingesammelt. Ehrlich, wenn ich das jetzt nicht finde, dann mache ich kurz 5 Minuten Pause und gucke mir das scheiß Video nochmal an. Hat er sich jetzt verpisst? Keine Ahnung, ich höre den irgendwie immer noch in der Nähe. Kommt bestimmt gleich wieder rein. Jetzt müssen wir wieder sein Item nehmen hier. Und außerdem ist hier noch irgendwas, aber da fehlt uns was. Ein Uhrenschlüssel. Ey, der ist schon wieder hier.
war das? Put the damn pill. Who was it? Der ist die ganze Zeit in unserer Nähe, egal wo wir hingehen. Das ist so nervig. Ja, fick dich. Ich kann nicht an ihm vorbeilaufen. Alter! Oh, falsche Richtung. Super. Nein! Fuck. Where do you think you're going? Und da ist, glaube ich, eine Sackgasse. Genau, eine Sackgasse. Aber wir können uns unterm Bett verstecken. Oder unter der Couch. Aber der weiß, wo wir sind. Weil oder doch nicht. Mit seinen Gummistiefeln. Oh. Scheiß. Scheiß, alter Sack. Ach, shit. Kein Bier mehr, ich brauche neues Bier. Kurz aufmachen hier. Yes. Kommt der Huso jetzt wieder hochgerannt? Hört sich halt so an, als ob er genau neben mir wäre, deswegen. Na toll. I need to take my pills. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Wahrscheinlich sieht er uns jetzt gleich. Wir gehen mal hier lang. Also es gibt nicht so viele. Ey, ich habe keine Ahnung, Tim. Ich bin bis jetzt nicht weiter gekommen als der Typ. Als zu dem Typ. Weil es einfach, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Aber ich glaube, da gibt es schon noch was anderes. Also das ist das Büro von dem Motherfucker. Ich durchsuche jetzt das ganze Scheißbüro. Hier ist so ein Movie Player. Da steht irgendeine Scheiße drauf, die niemanden interessiert. Und während wir lesen, werden wir wahrscheinlich von dem Typen wieder gef-punkt. So, vielleicht hat er ja noch irgendwelche Sachen hier. In seinem Büro. Da waren wir eben zwar, aber wir wurden ja erwischt. So. Was ist da? Das habe ich beim letzten Mal schon gesehen. Da war ich dann wohl auch in dem Raum. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das war vorgestern. Was ist da? Nix. Okay. Ja, so ein Bild. Hier war das Klo oder irgendwas. Aber verschlossen. Okay. Also hier kann man sich irgendwann wahrscheinlich einen Film angucken. Wie, ja, über ihn oder über irgendwas.
Aber das ist auf jeden Fall nicht die Tür, wo wir hin müssen. Kommt er jetzt? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Rennen ist immer so ein bisschen. Mann. Es tut mir so leid, dass ich keinen Plan habe, aber ich speichere jetzt trotzdem mal ab. Wir sind jetzt wieder bei der Leiche. Also ist definitiv falsch. So, Spiel gespeichert. Leben wiederherstellen. Um dein Leben wiederherzustellen. Brauchen wir nicht. Obwohl doch, komm. Stellen wir unser Leben wieder her. Gut. Alter. Ich bin sowieso blöd in solchen Spielen. Also ich kann sowas eh nicht. Aber ich hatte voll Bock auf das Game. Ich bin halt aber einfach zu dumm dafür oder keine Ahnung. Ich meine, ich gammel ja hier jetzt, lang stream ich jetzt halbe Stunde und davor noch eine Stunde oder so im letzten Stream. Also bin ich so jetzt anderthalb Stunden im ersten Level oder so. Also der dumm. Er kommt. Gleich sieht man vielleicht seinen nackten Arsch. Schön, aber nicht mehr. Also seine Schritte nicht. Nur wie er rumheult wegen seinen scheiß Tabletten. Was hier? Kann man sich hinsetzen? Nö. Da ist ein Item. Also, auf jeden Fall ging es hier runter. Und von da unten noch einmal weiter runter. Ich schwör's euch, wenn ich jetzt nicht rausfinde, wo dieses scheiß Rätsel hier endet, dann schaue ich mir dieses blöde Video an. Ah, nee. Still here. Na ja, toll. Ey, stop. Wenn ich langsam gelaufen wäre, hätte er mich gefunden. Und schnell auch. Komm, schon mal. Alter! Dr. Reed, do you really think you'll get away with this? Ja, Mann, der Knopf funktioniert nicht. Die rechte Maustaste. Stop, you stupid bitch! Fuck you. Ja, fick dich, Alter, du alter Fotzensack. Entschuldigung. Aber er ist trotzdem schneller als wir. Dr. Reed, are you doing some overtime? Alt, verletzt und trotzdem schneller. Hier darf der Punkt nicht aus dem Kreis raus. Und jetzt geht er wieder runter. Hoffentlich läuft er nach links, weil wir müssen nach rechts laut Video. Guide. Bullshit. Also wenn ich jetzt renne, hört er das von 3 Kilometern Entfernung, obwohl er halt alt ist wie so ein fucking Dinosaurier oder so. Was, sind wir wieder bei der Leiche oder was? Nee, im Keller.
Ja, aber das ist auch falsch. Wir müssen wieder hoch. Ja, öffne die Tür. So, also dann war's definitiv hier. Also ein, also jetzt die Treppe hoch und dann rechts. Definitiv. Und ich habe den Schlüssel ja, also Erdgeschossschlüssel. Aber jetzt kommt der alte Sack und nervt uns wieder. Ja, bitte komm doch jetzt nicht hier runtergerannt. Will lieber irgendwo rumballern oder so. Okay, er ist da lang gelaufen. Also wir müssen dann hier lang. Genau, sowas sind wieder, aber da waren wir ja eben auch und es ist nichts passiert. Es ging nicht weiter. Also warum blitzt das so hier? Einfach ein Effekt. Okay. Da, aber im Video sieht es anders aus. Da ist die Tür offen und da ist noch eine Tür hinten dran. Oder muss man hier erstmal was betätigen, so ein Schalter oder was? Ist da... Ah ne. Ja doch, da. Die, im Video haben sie den Schlüssel genommen und haben sie das Ding aufgemacht hier. Okay, vielleicht habe ich dann halt nicht alles geguckt. Aber auf jeden Fall steht der Erdgeschossschlüssel. Oh, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich stehe voll auf... Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Weil hier... Das ist das Erdgeschoss, auf jeden Fall. Ich kann halt noch in die andere Richtung gehen und halt jede Tür ausprobieren. Aber da... Es sind echt nicht viele Türen, deswegen. Es kommt da wieder. Ich weiß nicht, wo der ist. Aber der kommt bestimmt da runter. Müssen ein bisschen schneller laufen. Da vorne kann man sich verstecken. Komm schon, komm schon, komm schon. What are you doing here? Jetzt funktioniert's wieder nicht. You weren't invited. Ich hatte ja eben... Ah, beschweren bringt nichts. Ich hatte ja eben das Item. Aber... Also die Schere und ich konnte sie nicht werfen. Na gut. Verstecken und wieder zurück. Danke, Victory. Kein Fortnite-Stream. nee. Nee. Aber dafür ein Stream mit null Plan. Ich habe keine Ahnung, was und wohin. Obwohl ich mir vorher noch so ein Video angeguckt habe. Ich bin einfach zu blöd für das Spiel. Ich muss es zugeben. Ja, der Wichser kommt wieder. Nein! Get out of there! Fuck you! You! Ah! Oh, ich lebe noch. Weiter, weiter, weiter. Nein, nicht, nicht. Renn, du Bitch. Renn, du blöde Kuh. Renn doch. Oh nein. Komm schon. Oh nein. Keller. Egal, irgendwo hin. Schrank. Komm schon. Fuck. Komm.
Come on, this is not funny. Fick dich. Fick dich. Nein! Oh. Fick dich. I just want to sleep. Fick dich einfach. Scheiß alter Sack, Alter. Okay, wenn wir schon am hier sind, gucken wir halt nochmal, was es hier gibt, weil ich war hier schon, da war ein Seil, aber ich habe das Seil wieder verloren. Egal. Auf jeden Fall konnte man das, dachte ich, sollte man das Seil hier irgendwie in den Aufzug rein und dann hochfahren oder... Aber der Aufzug ist nicht da, also runterfahren. Ich weiß, wo der andere Teil vom Aufzug ist. Da bin ich aber nicht hingekommen. Wegen dem alten Sack. Und dann habe ich irgendwann das Seil verloren. Und jetzt habe ich nichts mehr. Und... Ja, nix und... Wenn ich bei jedem... Erstmal, wenn ich sterbe, einen Shot trinken würde, dann wäre ich im Koma schon, Alter. Das so viel kann man gar nicht saufen, wie man hier verreckt. Ey, der alte Sack ist schon wieder hier. Nein, der ist nicht hier, der ist oben. Oh, fick dich doch. Ehrlich. Ey, aber ganz ehrlich. Jetzt ist 0.44 Uhr und 0.50 Uhr. Nein. Um 0.50 Uhr gucke ich mir kurz einen Guide an. Oder ich lese einen Guide. Besser lesen als Video. Ich will mal aus dem Scheiß hier raus. Ich will mal was anderes sehen. Scheiße. Jetzt will ich da eigentlich hin, aber der verfickte alte Sack gammelt ja immer. Da ist er mit seinem nackten Arsch. Wo soll ich mich an dem vorbeischleichen, um mich zu verstecken? Kommt da. Das haben wir mal dreimal so schnell wie ich. Komm. Jetzt geh vorbei, verpiss dich, du alter Sack. Kopfschmerzen. Das Spiel macht Kopfschmerzen. Schlimmer, das ist noch schwerer als Bloodborne, ey. Im Bloodborne, da bin ich schon ausgerastet. Oh. Oh Gott. Gibt es keine Cheats? Das Spiel ist doch für PC, da gibt es doch mal Cheats. God Mode oder so. Kann man sich hier nicht so eine Waffe spawnen lassen? Hm. Ja. Da ist er. Ja, fick dich doch. Ey, ganz ehrlich. Vorhin. Ey, da läuft er runter, auf die andere Seite und dann läuft er plötzlich wieder zurück. Fick dich. Ja, ja, und ich bin wieder am Arsch der Welt gefangen. Da ist er wieder. Leer. Deine Mutter ist leer. Notgeiler Rentner. Ja, das geht mir aber voll auf den Sack, Mann. Und der ist wirklich Rentner. Der ist echt, im Spiel ist er ein Rentner. Hast du gar nicht so viel Unrecht hier. Flawless Victory. Fatality würde ich jetzt gerne bei dem machen hier. Fatality, schon Kopf ab.
Alter Wichser. Jetzt kommt er wieder zurück. Läuft er nur bis zum Ende? Nee, da ist jetzt dahin. Okay, wenn ich es jetzt schaffe, bis da vorne. Nein, schaffe ich nicht. Komm, so altes Stück Scheiße. Geh da rein in den Schrank, du Kuh. Jetzt läuft er wieder da hoch und dann dreht er wieder plötzlich um. Nee, ich warte jetzt. Ich warte jetzt einfach mal. Warum trägt man in seinem eigenen Haus Gummistiefel, verdammte Scheiße? So. Jetzt ist er weg. Kommt in einer Minute wieder. Wir haben den Erdgeschossschlüssel, der nirgends reinpasst. Hier war ich schon letzten Stream. Hier ist nichts, absolut gar nichts. Oder? Ja. Nichts. Und. Ach nein. Kommt wieder. Klar, hat er mich gesehen. Ey, ich probiere jetzt trotzdem was. Weil hier. So, ich versuche aus dem Haus zu fliehen. Ja, der alte Wichser. Fick dich doch ins Knie. Alter Scheiße. Aber habt ihr das gerade gesehen? Das scheint geschafft. Und ja, dann steht da, finde einen alternativen Weg. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Das ist jetzt schwer zu sagen, ihr dürft es niemandem erzählen, aber es ist ja ein Livestream. Also, ich werde jetzt eine 5-minütige Pause machen und diese Scheiße einfach googeln. Was ich normalerweise nicht mache, aber ich muss es machen, weil ich keinen Bock mehr habe, diese gleiche Szene wieder und wieder und wieder zu machen. Mit diesem alten Sack, mit seinem Küchenscheiß, mit seinem nackten Arsch, mit seinen Gummistiefeln und mit seinen Sicheln. So, Leute, 5 Minuten Pause und ich glaube, ich hoffe, danach bin ich schlauer. Finde einen alternativen Weg, ja. Gut, also, ich mache euch den Be Right Back Bildschirm an, da seht ihr, dass ich gleich back bin. Und dann... Ja, bis gleich, es geht gleich weiter.
Okay, Leute, ich bin wieder da jetzt. Scheiße. Ich habe jetzt gelesen, was man in diesem Puff hier machen muss. Wer weint gerade? Ich? Ich weine nicht. Ich habe nicht geheult. Ich habe aber jetzt rausgefunden, was ich machen muss. Mit einem schönen englischen Guide. Und, you find the door, go to the kitchen, blah, blah. You find the door, you need to keep... watch out, there will be a quick time event and proceed to the dining room and examine the document. Fuck. Viel zu viel Text. Okay. Also, weiter mit dem scheiß Puff hier. Oh, Jesus. Also... Das war schon richtig, was ich im Video gesehen habe. Aber diese Tür ist erst da, wenn man da vorne versucht hat, auf zum Haupteingang zu kommen. Das wusste ich natürlich nicht. This can't be real. Jetzt müssen wir nur auf den alten Wichser warten, um zu gucken, wo der ist. Also man muss dahin, wo wir eben waren, ne? Und dann nach rechts. Wo ist er? Angst. Ey. Der Penner ist entweder unten oder oben, aber ich höre das nicht. Das ist irgendwie so voll komisch. Eigentlich sollten das so 3D-Kopfhörer sein, aber am Arsch. Das sind keine 3D-Kopfhörer, das sind komische Kopfhörer einfach, Alter. Mein drittes Bier. Zwei habe ich während der Arbeit getrunken. Ach, was Quatsch. Nur eins. So, okay, komm, wir gucken jetzt mal, ob der Schwanzlutscher da irgendwo nach links gegangen ist. Wenn, dann gehen wir nach rechts. Jetzt kommt er doch. Da ist er. Fick dich. Auf zu singen, du alter Motherfucker. Komm doch hoch, damit ich weiß, wo du bist, du Schwanzlutscher. Ich kann nicht ewig in dem scheiß Schrank bleiben. Ich höre ihn im rechten Kopfhörer. Aber das würde bedeuten, dass er jetzt hier die Treppe hoch ist. Ist er aber nicht. Also muss er ja da unten sein. Rechts. Ja. So, jetzt müsste da vorne eine Tür offen sein. Und dann die Tür, von der ich die ganze Zeit geredet habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein. Nein, ist nicht. Ich brauche, um irgendwas um verwenden zu können. Deine Mutter braucht irgendwas. Verwende doch einfach diesen scheiß Schlüssel. Ach. Leute, ich bin blöd. Ich wusste nicht, dass man den Scheiß im Inventar auswählen muss. Okay, ich hätte mir die halbe Stunde sparen können. Egal. Okay, wir haben es jetzt trotzdem. Wir sind jetzt weiter als vorher. Wir sind jetzt hier. In diesem komischen Raum. Ne, Moment. Was ist das hier? Egal, hier sind Items. Also schnappe ich mir diese ganzen Items.
hoffe, dass der Wichser jetzt nicht hinterherkommt. Und hier muss man wieder alles durchsuchen, weil irgendwelche Scheißsachen gibt's hier. Ja, da war ein Item. Ja, komm. Hol mal raus, Scheißding. Ey, ich schwöre euch, dieser Vollwichser kommt jetzt bestimmt genau jetzt gleich hier rein. Das ist der Wichser, als er mal jung war oder so, mit seiner Hure. Oh Mann, ich will hier raus. Echt. Das nächste Mal streame ich irgendwas, was ich kann. Tetris oder so. Monopoly. Nee, das kann ich auch nicht. Oh, Moment. Da ist irgendwas auf... Wow, 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 wow. Hallo, hinlegen, hinlegen. Rechte Maustaste, hinlegen. Was ist hier kaputt gegangen? Ich war das nicht. Ey, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur ein scheiß Ding aufgehoben. Oh, das ist der Wecker. Wenn ich den anmache, dann kommt der Spaß. Dann hört er mich. Jetzt kommt er. Oh no. Ey, von 1000 Türen habe ich genau die falsche aufgemacht. Wo kann man sich hier denn verstecken? Nicht getroffen. Take this. Finish him. Fatality. Okay, aber trotzdem müssen wir uns hier irgendwo verstecken. Was ist mit der Tür? Damn. Na komm. Du musst mal den verarschen ein bisschen. Kann man hier im Kreis rumrennen? Oh oh. Don't go away. I have a gift for you. Ah, ich wollte gerade die Tür zumachen. Jetzt sterben wir. Das war der Fatality. Die stöhnt so rum, weil sie eine Ho ist, Tim. Eine Ho. Hos stöhnen rum. So, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Yeah. Klar. Obwohl, ich habe doch eigentlich gespeichert. Marco. Nee, muss man nicht. Ich habe den Scheiß. Schlüssel. Okay. Also, nochmal zurück nach unten. Still here. Don't go away. I have a gift for you. Fixer, Alter. Bastard! Warum kann die eigentlich nicht schneller rennen, die Kuh? Hat die behinderte Füße oder was? Oh Mann. This can't be real. Der sieht genauso aus wie seine Mutter. Ich habe seine Mutter nämlich mal auf dem Bild gesehen im letzten Stream. Ja, das ist halt so eine Hinterwäldler, Spacko, alter Sack. So, jetzt müssen wir wieder ganz nach links. Oder, nee, müssen wir nicht. Wir machen einfach, wir gehen einfach da jetzt hin wieder. Ich weiß ja jetzt, wie man den Schlüssel benutzt. Wir müssen halt jetzt ein, zwei da runter. Also genau dahin, wo der alte Sack auch hin ist. Fuck. Bestimmt kommt der Wichser jetzt hier um die Ecke. Wieso?
Fick dich. Stop, you stupid bitch! Ey. So kann ich denn die Items nicht benutzen? Hurensohn. Fick dich. Stop, you bitch! Ja, bitch. Ja, renn doch. Fucking cocksucker! Fucking bastard! Fucking cocksucker! Oh man! Das hat er ja bestimmt gesehen, wie ich da rein bin. Der sieht doch sonst immer alles. Also. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Kann doch nicht so so schwer sein, dieses Spiel, Mann. Bin ich einfach so blöd dafür, oder was? Oh Gott. So, ich glaube, wir bleiben jetzt mal 4 Stunden im Schrank. Okay, Tim, danke, dass du da warst. Ist ja schon lange her gewesen. Und hau rein. Mein nächster Stream. Weiß ich nicht noch, ich weiß noch nicht, wann der ist, aber ja, danke, dass du da warst und halt die Ohren steif, hau rein, Bro, peace. Ich mach dann hier weiter und guck, dass ich mal hier irgendwas hinkrieg. Aber ich glaube nicht, dass ich hier noch weiterkomme. Ja, vielleicht doch. Vor allem jetzt ist die Tusse ja schon halb tot. Auch ihre Tasche voll mit Blut. Wir haben keine Items, um uns zu verteidigen. Hau rein. Peace. Use Item. Use Key. On door. Open door. Close door. So. Ein Messer. Ein. Ja, wir brauchen ja auf jeden Fall irgendwelche Items, sonst können wir ja hier ihn überhaupt nicht mehr ablenken und so. Ah, hier ist so eine, wo man sich verstecken kann. Das ist gut. Hier ist eine Küche. Hier ist ein Beil. Er kommt schon wieder. Ah! Fick dich! Fick dich doch. Der stirbt auch nicht, Mann. Was ist mit dem? Ist ja unendlich. Unsterblich. Komm, ich muss mich irgendwo hier verstecken. Hier. Da ist es nämlich. Oh Gott. Das ist so ein stressiges Spiel. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Auf jeden Fall brauche ich irgendwas, um dieses Ding aufzumachen. Diese Ofentür. Ich schwöre, wenn ich die Tür jetzt aufmache, ist der Typ dahinter. Geht gar nicht auf, okay. Er kommt.
Oh Mann, 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 Mann. Nein, nee, von da sind wir ja gekommen. Moment. Oh. Hier ist das Esszimmer. Hatten wir hier eben was aufgehoben, aber da ist doch irgendwas kaputt gegangen auch. Was ist das hier? Eine Flasche? Die können wir nehmen. Wir nehmen einfach mal alles, was wir finden, weil wir brauchen das auch. Ah ja, wir können austauschen. Eine Puppe haben wir jetzt hier. Keine Ahnung, was wir mit der Puppe anstellen können. Auf jeden Fall müssen wir mal gucken. Oh, die Batterie von meiner Maus ist aus. Cool, da muss ich die andere Maus benutzen. Am Ende sind beide leer, weil die andere Maus ging ja vorhin auch nicht. Oh, fick dich alles, ey. Ohne Scheiß, immer Pech. Jetzt habe ich so eine kleine Billigmaus, aber die funktioniert. Und die hier, die teure Maus, da geht immer die Batterie aus. Also, jo. Ich kann sie zwar jetzt noch mit Dings anschließen, mit Kabel, aber wenn ich sie bis ich sie angeschlossen habe, bin ich hier schon wieder tot. Deswegen lasse ich das immer lieber. So. Hier waren wir ja eben schon. Also wir müssen wieder in den Raum, wo er uns erwischt hat. War das nicht hier? Glaub nicht, aber... Vielleicht hier vorne. Das war doch so eine Küche. Nee, das war... Da sind wir wieder hergekommen. Ich muss mich hier, ich kann mich hier überhaupt nicht orientieren, weil alles irgendwie gleich aussieht. Also für mich zumindest. Hier ist das Esszimmer. Dann gehen wir hier lang. Was haben wir hier nochmal? Hier ist die Küche. Okay, dann. Da war das, was wir brauchen. Da oben ist irgendwas. Oh, nee. Oh. Okay, wir haben jetzt irgendwas eingesammelt. Jetzt kommt natürlich der Typ wieder. Ah! Ich dachte, der kommt von der anderen Seite. Ich habe ihn auf der anderen Seite gehört, nicht hier. Oh nee. Ich kann wieder nichts werfen. Oh Gott. Na, da war auf jeden Fall ein Seil. Da müssen wir nochmal hin. Aber erstmal verstecken irgendwo. Da unten vielleicht? Hier. Puh, sehr, sehr stressig. Der muss erstmal weg. Also, hier steht was. Was steht hier nochmal? Dining Room. Ach so. Okay, ich weiß, wo man hin muss, aber ist nicht so leicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zu diesem Ofen. Ah, wir können speichern. Das ist schon mal ganz gut.
Oder wir stellen unser Leben her. Und speichern dann. Wir Leben herstellen. Dann muss sie doch wieder gesund sein und nicht so rumstöhnen. Naja, egal. Es ist, wie es ist. So, wir müssen jetzt dahin. Das war die verschlossene Tür. Und hier auch neben Seil. Okay. Halten, um Seil zu nehmen. Dann speichern wir nochmal, wenn wir das Seil haben. So. Speichern. Es geht immerhin weiter. Also es geht voran. So. Ich habe da immer Angst, rauszukommen. Ich höre ihn schon wieder. Aber ich muss in dieses Esszimmer rein. Ich muss einfach jetzt dieses... Oh, das ist natürlich jetzt wieder falsch. Ich habe echt keine Orientierung hier. Okay, ich höre ihn. Der ist wahrscheinlich hier. Naja, vielleicht auch nicht. Ah ne, das war gar nicht im Esszimmer, das war in der Küche, aber... Das müssen wir auch noch aufheben. Aber erstmal machen wir das andere. Esszimmer. Küche meine ich. Weil ich konnte ja vorhin, da vorne... Ich konnte ja eben nicht dahin, weil er ja direkt gekommen ist. Da vorne geht's raus. Ich glaube, hier vorne war dann die Küche irgendwo. Hier. Ich blicke halt einfach nicht durch, weil das alles echt komisch ist. Ja. Okay, machen wir mal die Tür zu. Und hier müssten wir genau da. Wir haben ja eben das hier. Genau, jetzt können wir hier das aufmachen. Hier ist so ein Film. Insekten, Motten, ja. Auch das noch. Gut, jetzt haben wir so einen Film. Jetzt, schnappen wir uns noch ein paar Items, die wir hier finden. So ein Pömpel, den brauchen wir fürs, für die, wie heißt's? Dass die Leute in Horror Games auch immer so riesige Häuser haben müssen. Ja, vor allem er alleine, weißt du? Er lebt allein in seinem alten Haus und guck mal, wie es aussieht. Voll versifft, voll vergammelt, alles kaputt. Überall Klamotten. Ja. Ja, so ist es halt dort. Aber so langsam habe ich raus, wie man hier weiterkommt. Aber ich würde jetzt gerne wieder speichern. Weiß jetzt immer genau, wo der Speicherpunkt war. Der war irgendwo anders.
Er kommt. Ja, ich kann aber nicht schneller laufen, sonst findet er mich wieder. Der Speicherpunkt war irgendwo draußen. Also im Flur meine ich, nicht draußen. Also irgendwo. Ey, wo ist der Wichser, Mann? Diese alte Vogelscheuche. Davon ist der Speicherpunkt. Bitte lass mich jetzt speichern. Komm nicht aus der Tür raus. Gott sei Dank. Meine Fresse. So, das ist safe. Also ist safe. Ja, weil gespeichert, ne? Oh, mal. Jetzt müssten wir nochmal ins Esszimmer rein, um was anderes zu holen. Ich hoffe, das geht auch. Ich würde den Typ so gerne in die Fresse schlagen, ey. Aber so richtig. Ey, ich mache jetzt. Das ist aber nicht das Esszimmer, oder? Doch. Okay, Achtung. Jetzt. Diese andere Scheiße, die hier. Das da. Nee, das ist ein Glas, nicht das Glas. Das hier. Ist irgendein Scheiß runtergefallen? Hier. Das brauchen wir. Ein Metallkabel. Und jetzt verpissen wir uns. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo der Speicherpunkt war, weil ich mir einfach nichts merken kann. Vor allem nicht, wenn alles gleich aussieht. Also ich will auf jeden Fall nochmal schnell hin. Ey, ich bin auf jeden Fall jetzt viel weiter als vor einer Dreiviertelstunde. Und viel weiter als im letzten Stream. Was ja eigentlich das gleiche war. Ah ja, da ist der Speicherpunkt. Dann gehen wir jetzt speichern. Und dann gehen wir hoch in das erste Stockwerk, meine ich, war das. Wo wir eben waren mit der Leiche. Also speichern. Ich speichere immer zweimal. Manchmal geht es beim ersten Mal nicht, habe ich gemerkt. Nicht bei diesem Spiel, aber in anderen Sachen. So. Seil. Noch ein Seil. Zwei Seile. Was ist das? Okay. Moment. Nehmen wir das noch. Seil kann man nämlich auch dort verwenden. Aber dazu kommen wir gleich. Wir müssen jetzt erstmal hier wieder raus. Und ich glaube, das war hier. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein. Vielleicht hier.
Yep. Machen wir mal die Tür zu hier. Ich glaube, wenn man weiß, was man machen muss, kann man das Spiel in 2 Stunden durchzocken. Oh. Der Alte. Da sieht man seinen Arsch. Der steht nur dumm rum. Ich glaube, der ist verbuggt. Geil. Der steht echt nur noch dumm rum. Cool, wir können jetzt durchzocken. Wenn er... Ich stream so ungefähr bis 14 Uhr, bis 2 Uhr irgendwas und wenn der Wichser um 2 Uhr immer noch dort steht, dann versuche ich mal an dem vorbeizulaufen, ob der wirklich verbuggt ist oder ob es nur so Fehler ist. Ich habe nämlich seine Stimme nicht mehr gehört, seit langer Zeit. Jetzt können wir auch rennen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo du... Ah, hier war das, genau. So, hier. Hier ist mit der Leiche von seiner Tusse. Dann gehen wir hier hin. Und hier benutzen wir diesen Pömpel, oder wie man so... Ja, genau, Pömpel. Um hier das... hier ist ein Schlüssel drin. Fatality. Jo. Versuche das Feststeckende. Ja, habe ich schon. So. Finde das Objekt im Abfluss. Klo. Hand ins Klo stecken. Aua, shit. Jetzt probieren wir erstmal so Folgendes aus. Wir gehen jetzt zu diesem Seil, weil das wollte ich schon immer mal ausprobieren, ob das klappt. Moment. Ja, egal. So. Jetzt benutzen wir mal diesen Lift, ob das funktioniert. Hier. Irgendwo. Wo war das? Ich habe doch vorhin schon gezeigt. Ah, hier, genau. So. Das Metallkabel? Ich wollte eigentlich das Seil benutzen. Mit Metallkabel. Ne, das ist ja nicht gut. Metallkabel. Radio. Seil. Platzierbar. Fallen lassen. Nee. Fallen lassen will ich den auch nicht. Wo, was, okay, warte mal, was haben wir denn jetzt? Moment. Nochmal zurück in den Raum. Wir haben ja jetzt eigentlich gar nicht das Ei. Den Schlüssel haben wir ja gar nicht geholt. Wir sind ja eigentlich. Metallkabel benutzen am Schlüssel ist ja auch bescheuert. Am. Ja, Abfluss. Warte, ich guck jetzt nochmal, was da steht. Ah, remodeled, fuck. Weil das ist echt kompliziert für meinen Kopf. Ich finde jetzt wieder die scheiß Seite.
Oh, fuck you. Doch, ich hab's. So, Küche, Regal, habe ich, Esstisch, habe ich. Badezimmer, Wasser wird ausgehen. Sie müssen nach unten gehen, um das Objekt in die Hände zu bekommen. Ah, okay. Keller. Okay, Keller. Ab in den Keller, Leute. Fuck. Ich hoffe, der Typ ist immer noch verbuggt, aber ich speichere jetzt trotzdem mal ab. Hier war der Speicherpunkt. Ich dachte, man kann halt irgendwie das Seil an dem Aufzug befestigen. Warum auch immer. Ich das dachte. Das kam mir so in den Sinn im letzten Stream. Aber man hört seine Stimme schon lange nicht mehr. Ich glaube, der ist wirklich verbuggt. Das heißt, wir können hier rumrennen. Ja. Aber ich will es trotzdem nicht riskieren. Ich gucke, ob der jetzt immer noch dort ist. Der ist immer noch dort. Ey, der macht nichts mehr. Ich renne jetzt und der macht nichts. Ja, also, dann machen wir das mal runter in den Keller. Ist ja nicht meine Schuld, dass das Spiel verbuggt ist. So. Ups. Okay, wo ist denn das Item dann? Nicht hier drin. Ist irgendwo runtergefallen oder was? Weil wir haben ja eine Tür für den Keller jetzt gekriegt, oder nicht? Nee. Das ist ja die, ah, hier unten. Ah, okay. Ey, wie geil. Ich habe den Gegner verbuggt. Den einzigen Gegner. Also ich kann jetzt einfach machen, was ich will hier im Spiel. Der kann mir eh nicht mehr folgen. Der steckt ja fest. Geil. Mhm. Keller hoch. Gitter. Gitter hochheben. Vielleicht hat es jetzt irgendwas mit diesem. Aha. Stromkabel, mit, also Metallkabel geht hier dran. Ah. Ans Gitter. Da müsst ihr wahrscheinlich hochlaufen. Und Moment, aber der hat doch keinen Strom, oder? Ach, die Leiter brauche ich jetzt nicht. Also wir haben jetzt den Aufzug mit dem Gitter verbunden. Jetzt laufen wir nach oben. Moment, den Film können wir uns später auch noch angucken. Ich speichere jetzt mal ab. Da war aber kein Speicherpunkt. Okay, hoch. Ach, der ist verbuggt. Okay, cool. Moment, Moment, Moment. Hier war doch irgendwo so ein Raum, wo so ein Film-Dings da war. War das nicht irgendwo? Nee, 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 Moment. Das war ja das, was wir geöffnet haben. Und hier war... Ah, nee. Ich weiß, wo das war. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Lieber nicht. Sonst ist er vielleicht doch nicht mehr verbuggt. Nutzen wir die Chance, um hier ein paar Rätsel zu lösen. Der alte Wichser. Ich habe ihn richtig hart... Oh, ich habe ihn voll verbuggt. Hey.
Hä? Moment. Ah ja, hier war das mit dem Film. Also habe ich es doch verpeilt. Wir müssten doch nicht hinter um ihn rum, sondern... Ach, Batterie haben wir auch nicht. Aber wir können den Film schon mal verwenden, oder? Film einlegen geht. Okay, Batterie haben wir keine. Macht nichts, die finden wir schon noch. Ey, das hat schon ein bisschen was von Resident Evil. Aber nicht so die krassen Rätsel. Aber egal. Wir gehen jetzt zu dieser Leiche. Leiche. Die ist hier, ne? Ja. Speichern wir erstmal wieder. Das ist ganz wichtig, speichern. Ja, das mit dem Aufzug machen wir gleich. Ja, komm, machen wir jetzt. Danach speichern wir. Jetzt zieht der Aufzug das Gitter hoch. Und dann gehen wir runter und holen den Schlüssel. Okay, jetzt speichern wir. So. Licht aus. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ey, ich sehe überhaupt nichts. Jetzt hier. Achso, wir haben eine Taschenlampe. Moment. Wie geht die an? Steuerung. Aha, Leertaste. Ah ja. Ich dachte schon. Habe ich voll verpeilt, dass wir eine Taschenlampe haben. Nochmal speichern. Hey. Ich bin voller Speicherfreak, aber ich muss das machen. Gerade deswegen, weil ich ein Freak bin. So. Oh ne, falsch. Oh. Er ist nicht mehr verbuggt. Er hat sich regeneriert. Sieht er überhaupt was? Nein, ich muss jetzt fliehen. Also nicht verstecken. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich kann auch nicht wegrennen. Ich kann wirklich nicht wegrennen. Ich konnte nichts machen. Oh Mann, der war die ganze Zeit so schön verbuggt und jetzt fängt er wieder an zu leben. Ist doch scheiße. Egal. Ja, wir haben ja immer noch alles, was wir hatten. Okay, 3 Minuten Pause oder 5 oder so, ich muss kurz aufs Klo und dann machen wir weiter, bis gleich, aber ich muss den Pause-Screen einschalten, den Break-Screen, hier, be right back und hier, subscribe, könnt ihr auch noch machen, wenn ihr Bock habt und so, be right back.
So, Leute, es geht weiter mit Remothered und ja. Ich habe gemerkt, dass mein Laptop schon die ganze Zeit voll laut ist. Ich höre es halt nicht so richtig mit Kopfhörern, aber wenn die aus sind, dann ist es voll laut. Und ich glaube, das hört man im Mikrofon. Aber egal. Ich weiß nicht, warum der so laut ist, weil normalerweise ist das nett. So, jetzt gehen wir langsam in den Keller runter. Weil vorhin hat uns der Wichser ja erwischt, aber vielleicht ist er jetzt wieder verbuggt. Nee, ich höre seine Stimme. Taschenlampe aus. Kurz wieder an. Der kann uns gar nicht sehen, oder? Blöd, ich höre meine eigenen Schritte ja auch. Wow, wo ist er? Er hat uns gesehen, aber ich weiß nicht, wo der ist. Normalerweise sagt er ja auch was. Oder ist es schon wieder verbuggt? Nee, ist nicht verbuggt. Egal, wir verstecken uns jetzt hier drin. Do you think I'm enjoying your stupid game? Yes, I think. Boah, ich muss die Softbox mal ein bisschen drehen, weil ich sehe überhaupt nichts mehr, es ist so dunkel. Wow, wow, was ist unten? Wie das denn? This is my house. Wie konnte, wie konnte der mich jetzt finden? Achso, der hat uns gar nicht. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Egal, wir müssen... In den Keller, aber wir sind nicht im Keller. Doch, wir sind im Keller. Hier können wir uns auch verstecken. Would you like me to enjoy your stupid? Wie ist der eigentlich so schnell hier runtergekommen? Ich glaube, der ist weg. Oder er kommt wieder. Ja. Ach, fuck. Fuck. What are you doing here? You weren't invited. Wow. Wow. Stopp. Er hat mir besser gefallen, als er verbuggt war, die halbe Stunde. Tot. An uns leider. An uns. Schlecht. Gott, okay. Moment. Wir sind jetzt. Ich lese nochmal ganz kurz. Ich habe vorhin nichts gelesen. Ich werde es jetzt nochmal tun, weil ich will jetzt genau wissen, wohin. Ungefähr wohin. So, scheiße. Kronleuchter, Badezimmer. Haben wir gemacht. Oben. Ja, haben wir auch gemacht. Stromgenerator. Haben wir auch gemacht. Ah, ne. Im Erdgeschoss durch das Foyer. Um das Licht wieder einzuschalten. Okay. Gut. Boah. Dann machen wir das mal, falls wir da überhaupt hinkommen. Foyer ist Erdgeschoss oder was? Ja, glaub schon. Oh oh.
Ich hab sie doch gehört. Oder die Tür. Hier sind wir richtig. Wir müssen jetzt nach vorne. Irgendwo war, habe ich schon gesehen, dass da ein Schalter war, mit dem man den Strom wieder einschalten kann. Beziehungsweise erstmal konnten wir ihn ausschalten. Shit. Altes Scheißstück. Sieht sogar im Dunkeln, hat ein Nachtsichtgerät auf oder so. Boah. Alter Sack, schnell, rennt schneller als eine junge Frau. Ist nackt, Rentner und sieht im Dunkeln. Wichser. Ich hab Schluck auf, wegen dem Bier. Egal. So. Im Foyer leuchtet ein rotes Licht auf. Stand da. Das sind wir wohl falsch. Ja, wir sind falsch. Gut, noch eins runter. Ja, stimmt, es war dieser breitere Gang. Aber man sieht ja nichts. Wir haben keine Items mehr, um uns zu schützen. Also wir können nichts auf ihn werfen, sagen wir es mal so. Sind wir jetzt unten? Ne, oben. Muss man nach unten? Ey, der ist aber auch da, oder? Ich will einfach nur in den Schrank rein. Man kann zoomen, aber das bringt jetzt gerade nichts. Der kommt aber jetzt hierher. 100 Pro. Aber ich sehe auch viel weniger wegen der Softbox hier vorne. Wenn mein Zimmer jetzt dunkel wäre, dann würde ich auch besser sehen können. Weil absolut nichts sehe ich. Ihr seht auch nichts. Sehe ich gerade hier bei OBS. Egal, wir gehen jetzt hier erstmal wieder raus, weil ich höre ihn jetzt nicht mehr. Jetzt höre ich ihn wieder. Ja, wenn man nichts sieht, ist halt blöd, weil die Sounds hier sind ein bisschen verwirrend, habe ich euch ja schon gesagt. Dass man ihn nicht wirklich lokalisieren kann mit den Kopfhörern. Vielleicht sollte ich mal andere benutzen. Aber die kosten 150 Euro. Also eigentlich sollte man da schon besser hören können, wo die Geräusche herkommen. Ja, egal. Ich glaube, die 5 Euro Kopfhörer sind besser dafür. Shut the fuck up. Ich glaube, er geht runter. Ja, er kommt schon wieder. Ich sehe nichts. I knew it. Jetzt ist der genau vor uns, aber ich habe nichts gesehen. Echt nichts gesehen. Da vorne ist das rote Licht, was man anschalten muss. Dr. Reed, do you really think you'll nicht. Get away with this? Ah. Bastard. Benutzt doch den Scheiß. Geht nicht. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Ah. Tja, ich
benutze jetzt, ich hole jetzt mal die anderen Kopfhörer, die billigen. Dann sollen wir mal, wenn es jetzt klappt, dann mit dem Lokalisieren von Sounds, dann sollen wir mal einer sagen, dass teure Kopfhörer besser sind als billige, ey. Ehrlich. Wo ist links, wo ist rechts? Links, rechts. So, gucken. Vielleicht geht's jetzt besser. Ich mache jetzt die Ambient Sounds auch aus. Nein, will ich nicht. So, Ambient Sound. Musik komplett runter jetzt und Ambient Sound auch voll runter. Ich hoffe, Ambient Sound ist nicht seine Schritte. Doch, Ambient Sound sind die Schritte. Na toll. Das ist der Hard Mode von dem Spiel. Ambient runter. Also auf 100. Da machen wir Musik runter, komplett aus. Stimmen können wir höher machen, weil das ist ja seine Stimme. Und wir anwenden. So, dann gucken wir mal, ob wir dann mit den billigen Kopfhörern bessere Chancen haben, hier ihn zu lokalisieren. Aber jetzt höre ich voll meinen Laptop. Der voll die lauten Geräusche macht gerade. Das ist nicht mein Mikrofon, was rauscht. Das ist der Laptop. Ohne Scheiß. Also bis jetzt höre ich ihn noch nicht. Mir wäre es lieber, wenn er wieder verbuggt wäre wie vorhin. Es war viel gemütlicher, da rumzulaufen durchs Haus. Der ist wohl nicht hier. Ah, jetzt doch. Ja, er kommt jetzt hier hoch. Sieht man aber nicht. Man sieht es nicht. Man kann das gar nicht sehen. Oh nee. Also ich bin die Kopf aber auch kein Bestes. Wirklich, ja. Also. Es war irgendwie schon leichter herauszufinden, in welcher Richtung er ist, aber dafür habe ich meinen Laptop gehört. Und ja, das Rauschen vom Laptop, also die Lüfter halt. Und das bringt halt jetzt auch nicht viel. Dann lieber so. Oh. Ihr habt doch Items auf ihn. What? Oh mein Gott. Das ist schon deprimierend. Das ist noch schwerer als am Anfang.
Ich weiß nicht, ob er das Licht überhaupt sieht oder nicht. Und zuerst hat man ihn gar nicht gehört und dann plötzlich war er da. Ich kann halt so schleichen wie jetzt. Ich will einfach jetzt das Licht anschalten. Oh, fuck. Ich sehe nichts, Leute. Ich muss mal kurz hier ausschalten. Ich sehe überhaupt nichts hier. This can't be real. Softbox kurz aus. Seht ihr mich halt nicht mehr, aber ich muss halt irgendwas sehen. Ich werde von meiner Softbox geblendet. Und es ist schon scheiß dunkel hier. Machen meine Softbox wieder an. Sieht scheiße aus so. Jop. Und jetzt hängt's. Oder was? Hm. Mein Webcam-Bild hängt. Verkackt. Okay. Dann machen wir die. Dann machen wir ohne Webcam weiter. Was weiß ich. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Ich habe einfach eigentlich nur die Softbox ausgeschaltet. Ah. Da ist er. Jetzt geht er runter. Ja, und wieder hoch, natürlich. Direkt in, zu uns. So, you like to go around and rummage in other people's things. Vielleicht können wir uns da unten verstecken. Wenn nicht, dann... Ich denke, der hat uns gesehen. Komm. Okay. Hat geklappt. Wir müssen auch, also wir sind auch richtig, also müssen hier hin. Gut. Ich würde jetzt gerne speichern. Also gehe ich jetzt hoch ins erste Stockwerk. Gott sei Dank kann man endlich wieder was sehen hier. Aber meine Webcam funktioniert nicht mehr. Egal. So. Jetzt kommt er wieder. Weiß ich, wo der Typ jetzt ist? Scheiß drauf. Wir gehen jetzt dahin und speichern. Da müssen wir hin. Ich hoffe, der ist nicht genau dort.
Und schneller werde ich jetzt auch nicht laufen, weil sonst hört er uns. Oh ne. Da ist er. Aber das ist nicht dort, sondern hier. Der Ort mit der Leiche. Da vorne ist der Spiegel. Okay, gespeichert. Endlich. So, wir haben jetzt mehr erreicht als in der im letzten Stream. Sieht ganz gut aus. Kann man so lassen. Und da es jetzt auch 2.07 Uhr ist, würde ich sagen, Leute, wir machen hier jetzt an dieser Stelle Schluss. Weil ich muss morgen um 11 Uhr raus. Und ich brauche sehr viel Schlaf. Schlaf ist mein Hobby. Und jo, danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Bis bald.